Moin, ich bin's René, euer EWE Smartgeber. Sommerzeit ist Gewitterzeit. Wow. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr eure Elektrogeräte vor Blitzschäden schützen könnt. Sollte euer Haus mit einem Blitzableiter ausgestattet sein, dann besteht für euch in geschlossenen Räumen keine Gefahr. Was so ein Blitzableiter aber nicht beschützen kann, das sind eure Elektrogeräte, denn wenn ein Blitz in der Umgebung einschlägt und dabei das Telefon- und Stromnetz trifft, dann können diese Spannungsschwankungen eure Elektrogeräte schädigen und das bis zu einem Radius von 3 Kilometern. Wer auf Nummer sicher gehen will, der zieht einfach alle Stromstecker, Telefonstecker und natürlich den Kabelstecker fürs Kabelfernsehen, denn dann kann die Überspannung gar nicht erst eure Elektrogeräte erreichen und im Notfall habt ihr immer noch euer Handy oder Smartphone. Doch was tun, wenn man mal nicht zu Hause ist und vor allem niemand die Stecker ziehen kann? Normalerweise haben eure Häuser und Wohnungen auch dafür einen Schutz. Dabei spricht man vom dreistufigen Überspannungsschutz. Dieser beginnt mit dem Grobschutz und das sind die Sicherungen an eurem Hausverteiler. Zweite Stufe ist der Mittelschutz, das sind die Sicherungen an den Unterverteilern. Und zuletzt kommt der Feinschutz direkt an den einzelnen Steckdosen. Auf die ersten beiden Stationen habt ihr leider so schnell keinen Einfluss. Seid ihr jedoch Hauseigentümer, könnt ihr natürlich einen Elektroinstallateur fragen, welcher Schutz besteht. Seid ihr Mieter, dann fragt euren Vermieter. Sollten die ersten beiden Stationen bei euch vorhanden sein, dann könnt ihr die dritte auch noch selbst beeinflussen mit sogenannten SPDs, Surge Protection Devices, zum Beispiel in Form einer solchen Überspannungsschutz-Steckdosenleiste. Die hat zwar nur einen geringen Schutzbereich, aber die ist immerhin besser als nichts. So könnt ihr die Gefahr von Überspannungsschäden minimieren. Aber Vorsicht vor Billiganbietern, diese bieten häufig Blitzschutzstecker oder Steckdosenleisten an, die für wenig Geld maximalen Schutz bieten sollen. Achtet da vor allem auf die gängigen Prüfzeichen. Damit ist ein kleiner Schutz gewährleistet, jedoch kann keine Steckdosenleiste wirklich die gesamte Energie eines Blitzes absorbieren. Was ist also zu tun, wenn es wirklich mal eingeschlagen hat? Bei Bränden oder Unfällen, dazu gehören natürlich auch Brandspuren an Steckdosen, auf jeden Fall direkt den Notruf 112 wählen. Handelt es sich um einen Überspannungsschaden, dann braucht ihr natürlich nicht den Notruf zu wählen. Erkennen könnt ihr sowas zum Beispiel daran, dass die LEDs seltsam blinken bzw. gar nicht mehr leuchten an eurem Endgerät. Habt ihr wie ich eine Fritzbox, dann informiert euch diese rote Info-LED darüber, ob eine Störung vorliegt. Ein wichtiger Tipp, startet zunächst einmal die Fritzbox neu, dafür einfach den Stromstecker ziehen, eben 10 Sekunden warten, wieder einstecken und dann schauen, ob der Fehler immer noch vorhanden ist. Diese Hotline hilft euch weiter, wenn ihr EWE-Kunde seid und der Ernstfall dann doch leider mal eingetreten ist, eure Endgeräte also nicht mehr funktionieren. Dafür benötigt ihr eure Kundennummer oder Rufnummer, den LED-Status der Fritzbox oder des verwendeten Endgerätes und natürlich die Information, dass ein Gewitter in der Nähe war. Auf Wunsch erhaltet ihr dann von EWE ein neues Endgerät zum Vollpreis. Leider fällt dies nicht unter die Herstellergarantie, daher lohnt es sich hier mit einer Hausratsversicherung das selbst abzudecken. Das Schreiben, welches ihr für die Versicherung benötigt, um den Schaden zu melden, schickt euch EWE gerne auf Wunsch direkt mit. Ihr seht, ein wirklicher Schutz lässt sich also nur gewährleisten, wenn ihr alle Stromstecker, Telefon- und Kabelanschlussstecker herauszieht. Seid ihr beim Gewitter zu Hause, dann geht lieber auf Nummer sicher. Musstet ihr bereits Erfahrungen mit Gewitterschäden machen? Dann teilt das gerne mit uns in den Kommentaren. Wer sich noch weiter informieren möchte, der kann dem Link zu dem EWE-Ratgeber in unserem Beschreibungstext folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer René.